Für die Unionsfraktion spricht Tankred Schipanski. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bologna-Prozess vollenden, Bundesländer und Hochschulen weiter unterstützen. Dies ist ein begleitender Antrag zur internationalen Bologna-Konferenz, die in Kürze in Wien und Budapest stattfindet, sowie zu dem Bologna-Gespräch am 17. Mai. In der Tat ist das Datum noch nicht ausgetauscht. Wenn es ein begleitender Antrag ist, dann muss man den auch nicht extra im Ausschuss behandeln. Und es ist zudem kein schmaler Antrag, sondern ich habe die Freude, Ihnen jetzt in 6 Minuten zu erklären, was in diesem Antrag steht, weil Sie das scheinbar wiederum nicht verstanden haben. Unser Antrag gibt eine Zwischenbilanz zur Bologna-Reform, und zwar eine reale Zwischenbilanz, im Gegensatz von der Kollegin der Linkspartei. Ich weiß nicht, wo Sie studiert haben oder wo Sie leben. Also ich habe das überhaupt nicht verstanden, was Sie da für Bilder aufgezeichnet haben. Also völlig utopisch. Unsere Zwischenbilanz, die Sie in diesem Antrag sehen, wurde jüngst in der EFI-Studie sowie in der Bologna-Studie der Universität Konstanz bestätigt. Und der Grundtenor ist, wir sind mit Bologna auf dem richtigen Weg in die Bildungsrepublik Deutschland. Es gilt aber, Herausforderungen in der Feinsteuerung anzupacken. Und für uns sind Bund, Länder und Kommunen Bildungspartner, genauso wie Studenten, Professoren und die Hochschulleitung Bildungspartner sind. Und bei Bildungspartnerschaften braucht man ein konstruktives, gemeinsames Wirken. Bologna hat zu einem neuen Hochschulsystem geführt. Bologna bedeutet strukturiertes Lernen in der Hochschule. Und wir wollen mit diesem Antrag den Geist von Bologna in der Gesellschaft festigen. Wir wollen Verständnis wecken, wir wollen an die Beteiligten appellieren, wir wollen die Botschaft von Bologna stärker vermitteln und in das Bewusstsein der Beteiligten bringen, und wir wollen in der Öffentlichkeit über unser neues Hochschulsystem richtig informieren. Und die Expertenkommission Forschung und Innovation bescheinigt uns in der jüngsten Studie, wir sind auf einem guten Weg. Das betrifft die Geisteswissenschaften, wo wir große Erfolge haben bezüglich der Strukturierung und der geringen Abbrecherquoten. Das betrifft die Verkürzung der Studienzeit. Das betrifft die Akzeptanz der Abschlüsse in der Wirtschaft. Und das betrifft die hohe Studierendenzahl. Aber wir haben auch Korrekturbedarf. Und das bestreitet überhaupt keiner von uns. In den MINT-Fächern haben wir Nachholbedarf. Und wir haben Nachholbedarf bei der Selektion. Ich muss die Selektionsprozesse früher ansetzen, beziehungsweise frühere Leistungskontrollen einführen. Und die Kernprobleme nennt die EFI-Studie beim Namen, aus der ich zitiere: Die Lerninhalte sind im Zuge der Reform kaum verändert worden. Und das ist ein Kritikpunkt, der im Verantwortungsbereich jeder Hochschule liegt und dort im Verantwortungsbereich der Lehrenden. Und Bologna ist ein neues Hochschulsystem, umfasst neue Hochschulabschlüsse. Und viele Hochschulen, speziell die Lehrenden, haben zu wenig die Lehrinhalte geändert, beziehungsweise die Stoffmengen geändert. Und auf dieses Dilemma haben uns die Studenten bei ihren Protesten zu Recht hingewiesen und nicht die zuständigen Akkreditierungsagenturen. Herr Schipanski, der Kollege Gehring würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Da soll er das mal tun. Ganz herzlichen Dank, die Möglichkeit nachfragen zu dürfen. Ich reibe mir gerade noch so ein bisschen die Ohren. Sie hatten, glaube ich, gerade tatsächlich formuliert, wir müssen die Selektionsprozesse früher ansetzen. Können Sie bitte mal erläutern, was Sie damit meinen? Das ist ein Zitat aus der EFI-Studie, wo ich checken muss, ob jemand für einen Studiengang geeignet ist oder nicht geeignet ist. Und da muss ich natürlich schon schauen, dass ich das nicht erst im 6. Semester feststelle, schon nach Möglichkeiten im 2. Semester. Oder? So muss man das schon sagen. Meine Damen und Herren, vielleicht darf ich fortfahren. Wir erweitern unseren Hochschulpakt um eine dritte Säule, nämlich das Qualitätspaket für gute Lehre, genau wie es im Koalitionsvertrag steht. Und wir arbeiten da an 2 Handlungslinien, nämlich ein gemeinsames Programm für eine bessere Betreuung für Studierende, Stichworte Tutoren, Mentoren, Beratung, Anerkennung guter Lehrleistungen. Wir schaffen Didaktikzentren, so wie es der Wissenschaftsrat vorgeschlagen hat. Und hier geht es um die Entwicklung von Lehrstandards und um Schulungen. Und der Bund stellt entgegen von den Behauptungen, die hier aufkamen, ab 2010 bis 2020 2 Milliarden Euro zur Verfügung und erwartet natürlich auch eine angemessene Mitbeteiligung der Länder. Gespräche hierüber laufen bereits. Staatssekretär Rachel hat darauf hingewiesen.
Meine Damen und Herren, Ziel des Bologna-Prozesses ist ein gemeinsamer europäischer Hochschulraum. Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse, das wurde hier angesprochen. Somit ist es also Ziel, Mobilität zu schaffen und eine Beschäftigungsfähigkeit der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Und insbesondere die Studenten wollen Vergleichbarkeit der Abschlüsse, Mobilität, ein grenzüberschreitendes Ausbilden. So sagt es das Grünbuch der Europäischen Union. Und daher hat die christlich-liberale Koalition angekündigt im Koalitionsvertrag ein Mobilitätspaket und zwei Maßnahmen, da sind wir gerade dabei, das ist nämlich die konsequente Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und das ist die finanzielle Ausstattung der Studenten zu verbessern mit unseren Dreiklang, BAföG-Erhöhung, nationales Stipendiensystem und Bildungssparen. Meine Damen und Herren, unser heutiger Bologna-Antrag benennt drei Handlungsfelder und hätten Sie den Antrag richtig gelesen, dann hätten Sie das auch verstanden. Wo wir sagen, an diesen Punkten, an diesen drei Handlungsfeldern müssen wir Bologna erfolgreich weiterentwickeln. Das ist nämlich zum einen die Lehrqualität, zum anderen die Mobilität und der dritte große Punkt sind die Akkreditierungen, das Qualitätsmanagement. Und gegenwärtig sind die Akkreditierungen so ausgestaltet, dass sie nur den Ist-Zustand herstellen, aber die Universitäten nicht begleiten, nicht verbessern, nicht evaluieren. Und das ist eine ganz zentrale Forderung von uns, was jetzt diese Bologna-Gespräche angeht, dass wir sagen, wir brauchen einheitliche, bundesweite Kriterien für diese Akkreditierungsagenturen. Wir brauchen eine kontinuierliche Begleitung, ein Qualitätsmanagement an diesen Hochschulen. Und ich darf Ihnen abschließend feststellen, wie das EFI-Gutachten auch sagt, Bologna ist auf einem guten Weg. Wir setzen auf Weiterentwicklung, und zwar genau in diesen drei Handlungsfeldern, Lehrqualität, Mobilität, Qualitätsmanagement. Und mit diesem Dreiklang wird die christlich-liberale Koalition diesen Bologna-Prozess erfolgreich weiterentwickeln. Vielen Dank. Das Wort hat Daniela Kolb.